Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Ich habe euch quasi versprochen, dass ich heute euch zeige, wie man Strukturen exportiert. Das Video wäre viel zu lang geworden. Das Video wird jetzt sowieso noch viel zu lang. Deshalb muss ich das leider aufteilen. Heute zeige ich euch erstmal, wie man quasi grundlegend mit den Konstruktionsblöcken umgeht. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten relativ selten damit was machen, und wenn, dann sind sie relativ verwirrt, welche Option was macht. Deshalb schauen wir uns einfach mal alle an. Ihr seht, das geht ziemlich weit nach draußen, bis außerhalb meiner Render Distance. Das heißt, hier ist eine ganze Menge los. Jedenfalls, diese Welt ist als Download verfügbar in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr es einfach selber ausprobieren und ein bisschen herumspielen. Gut, dann gehen wir mal als allererstes hier rüber. Und ihr seht, da sind zwei Befehlsblöcke. Einmal steht da Konstruktionsblock, einmal steht da Konstruktionslehre. Ihr könnt die quasi nur sehen, wenn ihr sie antippt. Dann werden an den Ecken quasi diese Linien angezeigt. Jedenfalls, wir können hier einfach mal draufklicken. So und so. Und dann haben wir direkt beide einfach mal, wenn man die Konstruktionslehre in der Hand hält, dann kann man tatsächlich auch andere sehen. In dem Fall funktioniert das so ähnlich wie Barriereblöcke. Wir können uns auch die Befehle mal kurz anschauen, das ist nichts Besonderes. Give add p structure block, add p ist dabei der nächste Spieler und structure block eben der Name für den Konstruktionsblock. Und hier haben wir give add p structure void, das ist dann eben genau dasselbe mit der Leere. Dann haben wir quasi die maximale Größe, die ist ganz interessant, die einfach mal zu nennen. Die ist nämlich hier 64 mal 256 mal 64 Blöcke groß. Das sind fast 16 Chunks, 4 mal 4 Chunks. Leider nicht ganz von der Höhe, also die maximale Höhe wäre ja von minus 64 bis 312. Also insgesamt wären das dann 384 Blöcke. Und da fehlt leider ein bisschen was, aber ist an sich nicht schlimm. Ich meine, das ist immer noch ein ziemlich großes Stück von der Welt. Und tatsächlich in diesem Aspekt ist Bedrock deutlich besser als Java, denn auf der Java Edition kann man gerade mal 48 mal 48 mal 48 Blöcke speichern, also praktisch nichts im Vergleich zu Bedrock. Ihr seht, selbst auf dem Smartphone, ich bin hier auf dem Smartphone, kann man das einfach anzeigen und ja, es gibt visuelle Bugs. Aber das liegt nicht daran, dass es eine große Struktur ist, sondern das ist allgemein beim Vorschau so. Und ihr seht, das ist ein gigantisches Stück Land. Das könnte man natürlich komplett ausfüllen bis oben hin und sich das dann abspeichern. In Java müsstet ihr dann entweder Mods benutzen oder müsstet euch einen anderen Weg suchen, wie ihr dann so große Flächen ausheben könnt. Und Leute, bitte nehmt das nicht als Argument, dass Bedrock tausendmal besser ist als Java. Seid doch einfach friedlich, ja. Also es sind zwei verschiedene Versionen. Es sind praktisch zwei verschiedene Spiele. Keins ist unbedingt besser als das andere. Jedes hat Vorteile, jedes hat Nachteile. Ja? Ihr müsst euch nicht dafür fertig machen. Es sind einfach Unterschiede, die existieren. Und bis ein großes Parity-Update quasi rauskommt, wird sich daran erstmal nichts ändern. Ja? Seid bitte friedlich und schlagt euch nicht die Köpfe ein. So, dann kommen wir zur ersten Option, die quasi gravierend ist, wie der Konstruktionsblock funktioniert. Wenn wir einfach mal draufklicken, dann seht ihr natürlich die ganzen Sachen, zum Beispiel hier auch die visuellen Bugs, wie eben schon erwähnt. Ganz oben links haben wir quasi den Modus. Wenn wir da mal draufklicken, dann seht ihr, es gibt drei verschiedene, die werde ich gleich erklären. Es gibt Speichern, Laden und Ecke. Und hier haben wir zuerst mal den Speichermodus. Da haben wir einen Namen. MyStructure Doppelpunkt ist quasi vorgegeben. Danach könnt ihr euren Namen eintippen. Es gibt die Größe XYZ, schön farblich kodiert mit den Achsen, die ihr auf der Vorschau sehen könnt. Und 3x ist gleich 3, das heißt, es ist 3 Blöcke lang. Y ist gleich 4, heißt, es ist 4 Blöcke hoch. Und Z ist auch gleich 3, das heißt, es ist 3 Blöcke breit. Ja, das gibt quasi die Größe eurer Box an. Und wie bereits gesagt, das ist die maximale Größe ist 64 mal 256 mal 64 Blöcken. Dann gibt es den Offset. Das ist quasi die Verschiebung. Grundlegend, wenn ihr den Block platziert, ist die Koordinaten, ist der Koordinatenursprung quasi in dieser Ecke vom Block. Ja? Und das haben wir jetzt hier nach unten in diese Lücke geschoben.
rot ist die x-Achse. Wenn es hier ist, dann verschieben wir das um 1 und hier ist die y-Achse, das verschieben wir um 1 nach unten. Das heißt, das wurde um 1 minus 1 und naja, z hat sich nicht verändert, also 0 verschoben. Und wenn wir mal draufklicken, dann seht ihr 1 minus 1, 0. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Damit könnt ihr quasi diese Box, deren Größe ihr schon bestimmt habt, in der Welt herumschieben. Ja? Dann haben wir den Erkennblock, den Erkennknopf. Da komme ich gleich drauf zu, den braucht man nämlich mit dem Eckblock. Wir haben Objekte einbeziehen, entweder einbeziehen oder aus, beziehungsweise an oder aus. Und ihr seht, der Dorfbewohner verschwindet und das passiert dann mit allen Entitäten, quasi Monster, Tiere, Dorfbewohner, ähnliches. Wenn man das auslässt, werden sie gar nicht erst gespeichert. Wenn man es anlässt, werden sie gespeichert. Dann Blöcke entfernen. Momentan ist auf aus, das ist quasi Standardeinstellung. Das heißt, dass die Blöcke gespeichert werden. Wenn man es anmacht, dann werden nur Entitäten gespeichert. Ja? Wie zum Beispiel hier der Dorfbewohner. Und dann kann man es natürlich sehr sinnig machen. Man sagt, Objekte nicht speichern und Blöcke nicht speichern. Und dann speichert man einfach eine leere Box, die überhaupt gar nichts enthält. Da haben wir die Option Redzone Speichermodus und die verändert tatsächlich nichts, wenn ich hier das selber mache, sondern wenn man einfach ein Redzone-Signal da reinleitet und es aktiviert, dann bestimmt das quasi darüber, wie das gespeichert wird. Einmal gibt es im Speicher sichern, einmal auf Datenträger sichern. Wenn man sagt im Speicher sichern, dann wird diese Konstruktion nur im RAM gespeichert. Heißt, das nächste Mal, wenn ihr Minecraft neu öffnet oder beziehungsweise die Welt neu öffnet, existiert diese Struktur quasi gar nicht mehr und ihr müsstet das nochmal neu einspeichern. Beziehungsweise, wenn ihr auf Datenträger sichern geht, dann wird das quasi im Weltenordner als MBT-Datei gespeichert und dann könnt ihr das quasi beim nächsten Öffnen wieder nutzen. Wenn man hier übrigens auf Speichern geht, dann wird das immer als Datei im Weltenordner gespeichert. Das heißt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr die dann nicht mehr habt. Dann haben wir den Begrenzungsrahmen, der zeigt halt eben den Rahmen an oder nicht. Wenn man den ausmacht, dann kann man das hier sehen, da ist kein Rahmen mehr. Und dann kann man es auch wieder anschalten. Also das ist nur visuell, das hat keinen Effekt darauf, wie die Struktur gespeichert wird. Zu guter Letzt haben wir die drei Knöpfe hier unten. Und wir haben einmal Speichern, einmal Exportieren, einmal Zurücksetzen. Ihr seht den Exportieren-Knopf wahrscheinlich nicht, wenn ihr auf einer anderen Version als auf der Windows 10 Edition seid. Dazu kommen wir in der nächsten Folge, ja, wie man auf Mobile exportieren kann. Ich glaube nicht, dass es auf der Konsole möglich ist. Das tut mir dann auch sehr leid, aber da kann ich leider nicht viel dran ändern. Jedenfalls, wenn ihr auf Windows 10 seid, dann sollte es sich genauso anschauen. Wenn ihr auf einer anderen Version seid, dann sollte dieser Exportieren-Knopf nicht vorhanden sein. Speichern habe ich ja eben geklärt. Das wird dann einfach in der Welt in der Weltenordner gespeichert. Wenn ihr auf Zurückklicken drückt, dann wird quasi der gesamte Strukturblock zurückgesetzt, so als hättet ihr ihn neu gesetzt. Das werde ich jetzt nicht machen, denn ich möchte diese Box ja nicht verlieren. Dann haben wir den zweiten Modus, den sogenannten Eckmodus. Ihr seht, da sind zwei Strukturblöcke, die quasi außerhalb dieser Box sind. Die definieren quasi diese Box. Wir haben einmal den Konstruktionsblock hier oben, da steht Handel 1 im Namen, der ist relativ wichtig. Wenn wir hier unten hingehen, dann seht ihr auch, da steht Handel 1. Und wenn wir hier zu diesem Speicherkonstruktionsblock gehen, dann seht ihr, da steht auch Handel 1. Ja? Wir haben quasi hier diese Eckblöcke und die definieren quasi die Box, die dann sich dazwischen aufspannt. Und das ist auch immer so, dass die Blöcke selber nicht mehr in der Konstruktion enthalten sind, sondern dass sie immer quasi außerhalb sind. Und ihr seht, da gibt es einige Bugs. Eben war die Box deutlich kleiner, jetzt ist sie plötzlich größer geworden. Wenn wir auf Erkennen klicken, dann wird das nochmal richtig geladen. Und dann seht ihr, es ist nur noch drei Blöcke groß. Und das ist vor allem nützlich für größere Konstruktionen. Hier in dem Fall könnte man das einfach über die Größe und über den Offset regeln, dass man die Box quasi richtig verschiebt. Bei größeren Konstruktionen könnte es ein bisschen schwieriger werden. Da kann man einfach in eine Ecke einen Konstruktionsblock hinschmeißen, in die andere Ecke auch einen und dann funktioniert das genauso. Und ihr seht, der Bug ist wieder aufgetreten. Ihr müsst einfach wieder auf Erkennen klicken und dann wird es wieder korrekt geladen.
Dann haben wir den Lademodus und der lädt dann schließlich Strukturen entweder aus dem RAM bzw. aus dem Speicher wieder in die Welt. Und da werden wir gleich noch eine Menge Optionen drüber anschauen. Ihr seht, das ist eine ziemlich lange Liste. Also da schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Dazu gehen wir hier rüber auf den roten Sandsteinweg. Und hier haben wir das Original. Ja, das ist quasi der allererste, der einzig echte Dorfbewohner mit visuellen Bugs. Naja, jedenfalls habe ich das quasi alles schon erklärt. Der Speichermodus ist relativ logisch. Dann Objekte einbeziehen bzw. Blöcke entfernen. Das sind zwei Optionen, die bereits beim Speichermodus vorgekommen sind, aber nochmal, um es euch zu zeigen, wenn man es lädt. Das ist quasi Standard. Objekte einbeziehen an, Blöcke entfernen aus. Objekte einbeziehen aus und Blöcke entfernen aus. Das heißt, der Dorfbewohner wurde nicht geladen. Dann Objekte einbeziehen an, Blöcke entfernen an. Heißt, nur der Dorfbewohner wurde geladen und ich musste den hier in Barriereblöcken reinpacken, damit er uns nicht abhaut. Dann haben wir die Option, Objekte einbeziehen aus, Blöcke entfernen an. Da wird quasi gar nichts geladen. Ihr habt einfach nur eine leere Box und die tut gar nichts. So, kommen wir zur Konstruktionslehre. Die habe ich ja eben schon erwähnt und gezeigt, wie man die bekommen kann. Stellt euch mal vor, ich habe hier diese Sandsteinbox genommen und habe die hier hin platziert. Quasi diese 3x3 Sandsteinbox war genau dort, wo jetzt der Dorfbewohner ist. Und dann habe ich eine zweite Struktur erstellt. Ihr seht, das ist eigentlich ein ganz normaler Dorfbewohner. Aber dort sind Konstruktionslehren drin. Und zwar, hoppla, egal. Und zwar insgesamt 7 Stück. Ihr seht, das füllt quasi den gesamten Bereich aus, wo Luftblöcke sind. Ihr könnt es natürlich beliebig machen. Ich habe das jetzt hier ein bisschen übertrieben, um es euch mal genauer zu zeigen. Und an sich habe ich das hier einmal gemacht ohne Konstruktionslehren. Das heißt, es ist hier quasi ein Sandsteinhaufen war und da habe ich den Dorfbewohner ganz normal geladen von weiter vorne und dann habe ich nochmal den Sandsteinhaufen genommen und habe gesagt, nimm diesen Dorfbewohner mit den Konstruktionslehren außenrum und naja, alle Blöcke, die vorher eine Konstruktionslehre waren, wurden jetzt durch Sandstein ersetzt, ihr seht es auch da unten und ja, dummerweise ist der Dorfbewohner dann da drinnen erstickt, aber an sich wäre er auch noch hier in den Blöcken drin, wenn ihr die Struktur ladet. Dann die Rotation und da haben wir 4 Optionen. Erstmal 0 Grad, das ist quasi Standardeinstellung, der Dorfbewohner schaut uns ganz normal an. Dann 90 Grad und ihr seht, das ist einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht, beziehungsweise wenn man von oben schaut, wurde es einmal rechts herum gedreht. Dann haben wir die Option 180 Grad, ist auch wieder ähnlich wie 90 Grad, nur dass man eben nochmal 90 Grad gedreht hat. Deshalb schaut quasi der Stand mit den Fischen drauf in die ganz andere Richtung. Und die Dorfbewohner schauen mich sowieso an, also das ist quasi kein Anzeichen dafür. Schließlich haben wir 270 Grad, beziehungsweise 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Und ihr seht, dann ist der der Markt quasi hier rechts, hier ist er hinten, hier ist er links und hier ist er ganz normal vorne. Dann haben wir eine weitere Sache, um das Laden zu beeinflussen, nämlich das Spiegel. Und das ist hier quasi normal, X-Achse, quasi Spiegel in einer X-Achse aus, Spiegel in einer Z-Achse aus, das ist ganz normales Laden. Dann haben wir die X-Achse quasi angeschaltet, ihr seht, das Fass ist jetzt auf der anderen Seite und die Fische hier in den Rahmen sind auch auf die andere Seite verschoben. Dann X-Achse aus und Z-Achse an. Ja, das ist quasi nach hinten verschoben. Wenn man sich hier das Normale anschaut und einmal hier rüber schaut, dann seht ihr, der Platz, der Marktplatz, ist quasi auf der anderen Seite geladen worden. Zu guter Letzt X-Achse an, Z-Achse an. Das heißt, wir haben wieder das um die Z-Achse gespiegelt. Sachen, die links waren, wurden nach rechts gesetzt. Sachen, die rechts waren, wurden nach links gesetzt. So, kommen wir zum ziemlich letzten, nämlich die sogenannte Integrität. Und wir haben wieder einen Standard, das sind quasi 100. Man könnte es in Prozent ausdrücken, aber es ist eben nur der Zahlenwert. Hier haben wir nämlich 100, quasi ganz normal. Die Struktur wird
vollkommen geladen. Dann haben wir 75 in Klammern Prozent. Ihr seht, da fehlen ein paar Blöcke und ja, da hinten vom Dach ist auch ein bisschen was weg. Und die muss ich eben mit Barriereblöcken ersetzen, damit zum Beispiel auch der Rahmen geladen wird und damit der Dorfbewohner nicht abhaut. Dann haben wir 50% und da sind jetzt wirklich ganz schön viele Barriereblöcke schon dabei. Ihr seht, es sind einfach noch mehr Blöcke verschwunden und das verändert sich dann halt auch bei 25%. Ihr seht nur noch das Dach, ein Teil vom Dach ist quasi verfügbar. Man könnte es natürlich noch auf 0 setzen, aber da wird dann wirklich nur der Dorfbewohner geladen. Das macht dann relativ wenig Sinn. Das kann man übrigens auch beeinflussen. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, hier mal drauf geht, dann gibt es einmal die Integrität und einen sogenannten Seed. Der verändert quasi zufällig, wie die Struktur dann quasi geladen wird. Wenn man das auf Werte unter 100 setzt, dann werden unterschiedliche Blöcke je nach Seed gelöscht. Und hier in dem Beispiel habe ich den Seed 1, 2, 3, 4, 5 genutzt. Und ihr seht, der hat ja relativ gut funktioniert. Und es sind relativ viele Blöcke einfach verschwunden. So, damit war es das im Grunde. Es gibt eine letzte Option, da werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Und zwar den Animationsmodus einmal keine per Ebene platzieren, per Block platzieren. Und das ist dann wirklich sowas wie, dass die Konstruktion in einer bestimmten Zeit aufgebaut wird. Dazu ist dann die Animationszeit da. Eben per Ebene platzieren, dann wird eine Ebene nach der anderen platziert, von unten nach oben. Per Block platzieren wird ein Block nach dem anderen platziert. Und die Animationszeit gibt dann quasi an, wie lange diese gesamte Bauzeit halt eben dauern soll. Ist ganz interessant, ist ganz lustig, aber an sich ist da jetzt nicht viel Besonderes dran. So, das war's dann quasi mit diesem kleinen Tutorial hier. Ihr seht, das war eine ganze Menge und ihr könnt es euch gerne selber anschauen. Ich werde natürlich das Loch da hinten wieder zumachen. Aber an sich war's das. Ja? Ihr könnt das einfach unten in der Videobeschreibung runterladen, wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt. Ansonsten eben nicht. In der nächsten Folge schauen wir uns dann wirklich an, wie man Strukturen exportieren kann. Ja, deshalb, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.